Hallo alle miteinander und willkommen zu was ganz Tolles. Ich habe da was ganz Tolles gefunden. Ich werde es jetzt mit euch starten. Hey, hey, come on over, have some fun with Crazy Taxi. Ist ziemlich laut. Ich glaube, ich mache mal weiter. Also, Crazy Taxi ist ein Spiel, welches ich eigentlich ursprünglich aus der Arcade-Arte kenne, also am Automaten. Ich mache hier mal noch... Ich wollte zumindest hier ein bisschen die Musik ein bisschen leiser machen. Ah, jetzt erträglicher. Und dieses Spiel habe ich eben damals noch, da war ich keine Ahnung wie alt, richtig jung gespielt, wie bekloppt, da Geld reingeschmissen, wie bescheuert. Ist wie gesagt aus der Arcade-Halle, das bedeutet, wir spielen auf Zeit, beziehungsweise es gibt mehrere Modi. Man kann auf im Arcade, also 3 Minuten ist es dann Timebox, das bedeutet, es geht 3 Minuten. Oder im Original, wie ich das jetzt, Original Arcade-Modus spielen möchte, das heißt, wir haben am Anfang 50 Sekunden oder 60 Sekunden, glaube ich, Zeit. Und kriegen pro Fahrgast mehr Zeit. Und dementsprechend, wie lange wir es dann schaffen, eben zu spielen, kriegen wir dann eben Punkte zusammen und die werden dann an der Tafel eingetragen. Zumindest glaube ich, dass das so ging. Ich bin mir auch nicht mehr so 100% sicher. Fangen jetzt mal an. Es ist sogar eines der Spiele, das mit Pfeiltast tatsächlich gespielt wird. Und oh, ich nehme mal die Flocke. So, die Gelben sind welche, die ich schnell machen kann. Also die hier 700 Meter, glaube ich. Oder nee, die Gelben waren mittel, die Roten waren kurz und die Grünen waren lang. Und ich kriege auch, je nachdem wie ich fahre, immer mehr Geld von denen. Also wenn ich die ramme jetzt nicht, aber wenn ich jetzt so nah an einem vorbeifahre, kriege ich mehr Geld. Oder wenn ich hier so einen Jump mache. Ja, und jetzt gab es extra Time eben, also 5 Sekunden extra und irgendwann standardmäßig. Man muss auch im so einem Rückwärtsgang scheinbar umschalten, wie ich gerade rausgekriegt habe. Heiß direkt da. Ah! Ich habe so lange nicht mehr mit Pfeiltasten wirklich was gespielt, dass ich das nicht mehr kann richtig. War wirklich wie die Wahnsinnigen. Ah, hier rüber. Nein. Boah, das wird eng. Wo will ich denn hin, die dumme Kuh? Okay, wir können doch unter Wasser fahren. Da ist es. Das schaffe ich noch. Oh Mann, war nicht gut. Ah, das ist so eine Katastrophe mit diesem Rückwärtsgang. Fahr doch geradeaus! Oh Mann! Oh, ich krieg Time dafür. Das schaff ich! Du Arschloch! Fahr mir nicht im Wege rum! Komm schon! Boah, die hab ich noch bekommen. Leben am Limit hier. Das muss schaffbar sein. Komm schon.
Wieso slow? Wie soll ich das noch schneller machen? Ja, wer kriege ich jetzt nicht mehr hin? Ach, auf D geht's zurück, jetzt immer auf S in Vorwärtsgang. Oh Mann! Super. Rang 82, 32. War jetzt nicht so gut. Ja, registriert auf mal. Ja, muss man D drücken. Daten unter mal registriert speichern. Und versuchen wir das Ganze nochmal. Was ist denn Crazy Box überhaupt? Ach, ich kann mir dann eine Taxifahrer auswählen oder was? Was ist denn? Springe über den. Was ist denn das? Gab's das am Eckenautomaten auch? Was ist das? Ach, ich muss da bestimmte Länge erhalten oder was? Wie soll denn das gehen? Ich hab da eine Idee. Mist. Nee, komm, ist gut. Ich habe keine Ahnung, wie das gehen soll. Ich bin total überfordert. Spiel mir lieber nochmal eine Arcade-Modus-Runde. Also man kann auch, wie gesagt, 10 Minuten oder so einsetzen. Ja, die Frau hat mir kein Glück gebracht. Wir hatten die niceste Kiste hier von denen. Ja, doch, das Mazel-K gefällt mir da am besten. Also ich glaube, man merkt auch schon relativ zügig, dass das eben hier im Arcade-Style ist. Das war jetzt nicht so gewollt. Was man jetzt auch wieder merkt, ich habe dieselbe Tussi wieder mitgenommen und die führt mich zum selben Laden, will die. Also die will wieder zum Closing Store. Hier rüber. Und das bedeutet, ich könnte mir tatsächlich einen Weg zwischen den Leuten durchpustern, was halt am gewinnbringendsten ist im Endeffekt. Diesmal war ich nicht so gut wie beim letzten Mal. Den musste dann immer so. Oh, da sehe ich ziemlich weit. Ich habe gedacht, so 5 Meter grün, aber 800 Meter ist schon weit. Was hupt denn hier als Kellner? Oh, und die Musik ist eigentlich auch ganz geil. Ich weiß nicht, wie gut man sie hört, aber ich feiere es gerade total. Platz. Wenn man halt die Strecke kennt, hätte ich jetzt auch direkt geradeaus fahren können, ne? Zum Millennium Tower! Oh, wenn ich das noch schaffe, dann bin ich auf jeden Fall schon besser als beim letzten Mal. Fuck! Also ich gehe auch davon aus, dass das hier San Francisco ist. Bin mir aber nicht sicher. Ah! Das ist so der Millennium Tower, oder? Ja. Und die Tante hier mit. Boah, ey. Ins Pantheon-Museum. Ja, fahr! Gib Kit, Alter! Ich kenne mich halt in der Stadt auch null aus, ne? Ich habe keine Ahnung, wo man hier wie lang muss. Man kann diese blöde Stadt halt auch einfach kennen. Da war nämlich gerade im Tunnel. Mit dem hätte ich wahrscheinlich jetzt schneller gewesen. Ach, so eine Scheiße. Ich fahre voll falsch.
Okay, da liegt die Hälfte von der Telefonbox rum. Ja, Physics Engine at its best, ne? Ich glaube, das wird nichts mehr. Wieder kann ich nie lang. Nein, da vorne ist es. Nein. Ich habe einen Rennen gut gemacht. Scheiße. Oh Mann, das war gar nicht gut. Voll scheiße war das. So, ich versuche das noch einmal. Was heißt denn, wenn ich auf Arcade gehe? Ist da irgendwas anderes? Ich versuche jetzt auf Arcade-Modus. Ich meine, das wäre nämlich genau dasselbe. So, also du hast mir kein Glück gemacht, du auch nicht. Du hast zu großes Eigengewicht, deswegen nehme ich dich. Boah, die grinst ja so geil. Liegt doch immer so cool in der Kiste da drin, ey. Starte ich jetzt von woanders? So, die wäre jetzt woanders, ich bin jetzt woanders gestartet, oder? Boah, ey, Cable Car ist ja total weit weg. Ich habe keine Ahnung. Okay, ich gebe es zu, ich habe am Ende doch keine Ahnung, was die Farben bedeuten. Ja, doch, ist relativ nah. Scheiß Dreck! Ja doch, da ist das Cable Car, es müsste San Francisco sein hier. Zum Yachthafen? 1 Kilometer? Nur noch die Cable Car. Yeah! Mist. Diese Sprungschanze zu erwischen, empfinde ich als super schwierig. Ich weiß auch nicht, ob die Fahrgäste vielleicht alle ihren eigenen Charakter haben, dass die eine zum Beispiel sagt, sie findet es scheiße, wenn ich so fahre. Oder wenn ich über einen Bürgersteig fahre oder so. Aber die hat mir Fistbump gegeben, also kann alles cool sein. Muss eigentlich alles cool sein. Fahrgast, hier ist kein Fahrgast. Fahrgast, hier stand doch jemand. Oh, Gott sei Dank, ey. Nee, Parktan. Ach, die sagt sogar, go that way. Boah, voll durchs Restaurant geflügt. Das ist der Park, ich bin da. Nein. Wer hat denn da die blöde Palme hingestellt, Mensch? Welcher Arsch. Das sieht gar nicht gut aus. Ich bin richtig schlecht in dem Scheißspiel. Durch dieses Wenden verliere ich so viel Zeit. Jetzt fahr doch los, Mensch. Was ist denn los mit dir? Gasbremse, kennst du? Und dann auf die Kupplung drücken beim Anfahren. Ich hab gleich gefragt, wenn die Top 10 kommt. Scheißdreck. Im Clothing Store, den kenne ich, da war ich schon mal. Durch, geht schneller! Abkürzung! Ist gar keine Abkürzung! Ah! War doch eine Abkürzung, wenn ich es richtig hinbekommen hätte. Nein, 28. Toll. Wo kann ich denn die... Da. Gesamtrekorde. Mal sehen, wo ich da zu finden bin. Ah, ich habe 2-mal selber gespielt. 170 zurück. Warum kann ich diese gesamte Rangliste nicht einsehen?
Ach, keine Ahnung. Ist jetzt irgendwie ein bisschen hier, übernahmst du sie vielleicht? Nee, das ist weird. Egal. Wir wissen, es gibt eine Rangliste und ich bin da auf Platz so und so viel und das ist von Standard vorgegeben. Man kennt es ja von den RK-Titeln. Auf jeden Fall wünsche ich euch auch einen wundervollen Tag. Das war's diesmal mit Crazy Taxi, beziehungsweise, weiß nicht, dazu mache ich garantiert nichts noch. Aber ich finde das Spiel einfach super geil. Es ist am Humble Bundle gerade und kostet nur ein Apfel und ein Ei. Und ich finde es total geil, wie du durch die Stadt pezen kannst. Ist fast so, wie ich auch wirklich fahre. Eigentlich nicht. Egal. Wie immer seid ihr herzlich dazu eingeladen, Feedback dazulassen. Ansonsten bis zum nächsten Mal. Tschüss.